herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringray. Wir spielen Phoenix Wright Trials and Tribulations weiter. Beim letzten Mal hatten wir den Fall schon gewonnen. Wir hatten ihn gewonnen. Und dann hat Ron auf einmal einen Gefühlsausbruch hingelegt, der das Ganze unnötig in die Länge zieht? Oder der doch mehr zu bedeuten hat? Tja, das ist jetzt die große Frage. Deswegen, mal gucken. Okay dann, reden Sie. Wir sind alle ganz Ohr. Na gut, schenken wir diesem Geständnis alle ein Ohr. Mask de Masks, High Identität. Mir wurde gesagt, ich soll de Mask kurz aussprechen. Mach ich jetzt von nun. So. Die Wahrheit ist, dass ich die ganze Zeit über Mask... Okay, jetzt muss ich aber erstmal mit dem Namen zurechtkommen. Die Wahrheit ist, dass ich die ganze Zeit über Mask de Mask gewesen bin. Ich meine, Sie können nicht beweisen, dass ich nicht Mask de Mask bin, oder? Ich habe schließlich kein Alibi für die Nacht, in der die Urne gestohlen wurde. In jene Nacht zog ich mein Kostüm über und erschien tänzelnd am Tatort. Sehen Sie, Sie können es hier auf dem Foto sehen. Das bin ich. Und mit meiner Brosche blieb ich am Türgriff hängen und sie riss ab. Das ist alles. Mir gefällt die Richtung dieses Prozesses nicht. Aber das ist doch bei jedem Prozess so. Zumindest bei mir. Ha. Das machen Sie großartig. Hören Sie auf, Herr Godot. Sie machen mich ganz verlegen. Oh Gott. Wie ich bereits sagte, Sie bekommen nur eine Gelegenheit auszusagen. Verstanden? Aber wenn Sie es mit Bravour meistern, dann halte ich auch mein Versprechen. Sie werden als der einzig wahre Mask de Mask hinter Gitter kommen. Versprochen. Vielen Dank, Herr Godot. Ich werde mein Bestes tun. Also gut, Herr Wright. Ich fürchte, es ist Zeit für das Kreuzverhör. Das hat sich eben gerade so angehört, als hätten Ron und Godot eigentlich irgendwie im Hintergrund einen Deal am Laufen oder so. Kreuzverhör. Mask de Masks. Identität. Die Wahrheit ist, dass ich die ganze Zeit über Mask de Mask gewesen bin. Moment mal! Sie glauben vielleicht, dass Sie der echte Mask de Mask sind, aber Ihre Frau denkt anders. Ich habe es Desi noch nicht gesagt. Ich meine, das mit meiner wahren Identität. Glauben Sie mir, ich habe meine Gründe. So wie Ihr Zimmer aussieht, wie könnte sie es dann nicht wissen? Auch Diebe haben komplizierte Familiensituationen. Was soll ich machen? Es klingt, als würden wir wieder vom Thema abkommen. Weiter angreifen. Warum haben Sie also die Wahrheit vor Ihrer Frau geheim gehalten? Nun, erstens denke ich, dass sie mir sowieso nicht geglaubt hätte. Und zweitens, wenn es eine Sache gibt, die Desi wirklich verabscheut, dann sind das Kriminelle. Wenn das der Fall ist, warum haben Sie dann überhaupt mit den Diebstählen angefangen? Nun, Desi ist verrückt nach Shoppen. Sie ist wirklich shoppingsüchtig. Aber sie ist die Liebe meines Lebens, euer Ehren. Ich bin sozusagen Desi-süchtig. Ihre Familiensituation ist also doch kompliziert. Gut, das reicht. Fahren Sie mit Ihrer Aussage fort. Ich bitte Sie. Aber das ergibt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schon Sinn, ne? Weil sie hat ja gesagt irgendwie, dass sie... Wow, also... Dass sie ihn eigentlich schamlos ausnutzt. Aus finanzieller Sicht. Und als normaler Wachmann ist es aber irgendwie... Ne? Ich meine, Sie können nicht beweisen, dass ich nicht Mask de Mask bin, oder? Moment mal! Ich dachte, Sie würden uns Beweise zeigen, dass Sie der echte Mask de Mask sind und nicht nur ein begeisterter Fan. Hey, das ist unfair. Warum muss ich überhaupt die ganze schwere Arbeit machen? Weil Sie diesmal derjenige sind, der diese unfassbare Behauptung aufgestellt hat. Komm schon, Nick.
Du weißt doch, dass Herr Delight das Verbrechen nicht begangen hat. Du bist derjenige mit einem Abschluss in Jura. Das sollte sich langsam auszahlen. Ich brauche einen Beweis, dass Ron unmöglich Mask de Maske sein kann. Nun, wenn du diesen Beweis hättest, dann wären wir wohl nicht mehr hier, oder? Vielleicht sollte ich fürs Erste die Strategie ändern. Ich sollte beweisen, dass Herr Delight die Urne nicht gestohlen haben kann. Wie auch immer, ich habe schließlich kein Alibi für die Nacht, in der die Urne gestohlen wurde. Sie haben kein Alibi? Ich bin schon sehr lange Richter. Und das ist das erste Mal, dass ein Angeklagter damit prahlt, kein Alibi zu haben. Aber ich sage Ihnen, dass ich in jener Nacht bei Lord Lee Taylor war. Nein. Das ist selbst mir zu vage. Genauer gesagt, war ich unten im Kellerlager von Lord Lee. Moment. Was ist, Nick? Wo befand sich Ron Delight überhaupt, als der Diebstahl verübt wurde? Wenn wir beweisen könnten, dass er trotzdem ein Alibi hatte, ist der Fall vorbei. Nun, das stimmt, aber... Und Sie wollen das beweisen? Wachen Sie endlich auf. Nun, ich denke, dass ich es vielleicht kann. Herr Wright, haben Sie einen Beweis, der zeigt, dass der Angeklagte ein Alibi hat? Ja, wir haben in der Tat einen Beweis. Ich habe den Beweis. Oder denken Sie, ich sei ein drittklassiger Anfänger? Oh, ich habe Sie noch nie so wütend gesehen. Ich bin nicht überrascht, denn Wut ist die letzte Zuflucht der Armseligen. Ich dachte, ich wäre eher zuversichtlich als wütend. Na schön, dann lassen Sie diesen Beweis mal sehen. Zeigen Sie dem Gericht etwas, das beweist, wo Ihr Mandant in der Tatnacht war. Tja, zum Glück hatten wir ja diese unglaublich tolle Unterredung mit Larry am Tag zuvor, der ja Rons Brieftasche vorbeibringen wollte, wurde im Gebäude von KB Security um ca. 1 Uhr in der Tatnacht gefunden. Und wenn er tatsächlich dann doch da war, dann kann er unmöglich den Diebstahl der Urne begangen haben. Herr Delight, diese Brieftasche gehört Ihnen, richtig? Ah, ja, das stimmt. Ich habe sie verloren. Herr Wright, wenn Sie eine Brieftasche finden, müssen Sie das gleich der Polizei melden. Nein, Sie verstehen nicht. Das ist ein wichtiges Beweismittel. Beweismittel? Herr Delight, wann ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Ihre Brieftasche verloren haben? Mal sehen. Ich denke, das war in der Tatnacht. Aber ich weiß, dass ich sie noch hatte, als Desi und ich abends essen waren. Diese Brieftasche wurde um ca. 1 Uhr in der Zentrale von KB Security gefunden. Was? Das meinen Sie doch nicht im Ernst, oder? Doch. Das meine ich ernst. Das beweist, dass Herr Delight in jener Nacht wirklich bei KB Security war. Nein! Wenn der Angeklagte also um 1 Uhr nachts bei KB Security war, dann bedeutet das, dass er ein wasserdichtes Alibi hat. Nein! Wenn man die Entfernung zwischen Lord Lee Taylor und KB Security bedenkt, hätte er 30 Minuten mit dem Auto dorthin gebraucht. Laut Larry zumindest. Nun, Herr Godot, wollen Sie etwas sagen? Und hören Sie auf, Kaffee zu trinken! Kommen Sie, Herr Dieb. Der Kerl soll Sie nicht schlagen. Zeigen Sie es ihm. Sie sind der Einzige, der mich Dieb nennt, Herr Godot. Gut, ich werde es versuchen. Das tue ich, wirklich. Herr Delight ist ganz schön aufgeregt. Ja, wie ein Kind am ersten Schultag. Lächerlich. Warum sollte ich meine Brieftasche bei KB Security verloren haben? Jemand muss sie dort hingelegt haben, damit es so aussieht, als wäre ich dort gewesen. Dort hingelegt haben? Er greift jetzt wirklich nach jedem Strohhalm. Herr Delight, Sie haben Ihre Brieftasche verloren, als Sie dies herausgenommen haben, oder?
die Schlüsselkarte zum Chefbüro von KB Security. Nein! Ha, das war ein ziemlich guter Versuch, Herr Breit. Leider haben Sie eine Kleinigkeit übersehen. Was? Das Motiv natürlich. Was hatte dieser Dieb denn überhaupt mitten in der Nacht bei KB Security zu suchen? Nun, Herr Wright, wie es aussieht, brauchen Sie noch weitere Beweise. Dieser dumme Junge. Also gut, zeigen Sie Ihre Beweise. Beweise, die belegen, warum Herr Delight um 1 Uhr nachts zu KB Security ging. Natürlich aufgrund des Erpresserbriefs. Wir erinnern uns. Erpresserbrief. Wenn Sie nicht wollen, dass die Welt von Ihrer wahren Identität erfährt, dann kommen Sie am 12. Oktober um 1 Uhr mit $50.000 zu KB Security. Falls nicht, dann nehme ich den roten Diamanten, den Sie vor einigen Tagen erhalten haben. Ja, das beweist ja wohl eindeutig, dass Ron dahin sollte, musste oder wie auch immer. Herr Delight, ich denke, Sie haben das schon einmal gesehen, richtig? Ah, das ist... Was ist das? Ein Erpresserbrief. Zumindest dem Inhalt nach. Erpressung? Ja, im Wesentlichen besagt er, bringen Sie um 1 Uhr $50.000. Das klingt wirklich nach Erpressung. Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatte Herr Delight mit dem Erpresser selbst zu tun. Und zwar im Chefbüro von KB Security, eine halbe Stunde vom Tatort entfernt. Nein, 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 nein! Ruhe! 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 Als der Diebstahl geschah, hielt sich der Angeklagte also bei KB Security auf. Das sieht nach einem perfekten Fall für die Verteidigung aus. Für Sie mag das nach einem perfekten Fall aussehen, Richter. Aber für mich... Nun sagen wir mal so. Meine Godot-Mischung Nummer 107 hat mich weitaus mehr beeindruckt. Was wollen Sie damit sagen? Sie implizieren, dass der Dieb vom Chef der Sicherheitsfirma erpresst worden sei. Aber haben Sie diesen Chef überhaupt überprüft? Wie? Nun, nein. Eigentlich nicht. Ohne Beweise jemanden der Erpressung zu beschuldigen, was soll ich davon halten? Was Sie davon halten sollen? Wenigstens weiß ich, was ich von Ihnen halte. Gut beobachtet. Ich weiß selbst nicht, was ich denken soll. Sie behaupten, der Angeklagte hätte das Chefbüro betreten. Aber Sie brauchen mindestens einen Zeugen, um Ihre Behauptung zu belegen. Nick, dann müssen wir wohl erst einmal diesen Chef ausfindig machen. Nein, wir brauchen den Chef nicht ausfindig zu machen. Was meinen Sie damit, Herr Breit? Es gibt jemand anderen, der eine Aussage machen kann. Diese Person kann bezeugen, dass die Schlüsselkarte um 1 Uhr nachts benutzt wurde. Und diese Person ist natürlich Larry Butz. Wer ist dieser junge Mann, der so aussieht, als sei er zu nichts zu gebrauchen? Erinnern Sie sich nicht mehr an ihn, euer Ehren? Eigentlich nicht. Aber wenn ich ihn nur ansehe, steigt mir schon die Galle hoch. Anscheinend erinnerte sich nicht an den Prozess vor 2 Jahren. Wahrscheinlich hatte diese Erinnerung mit Absicht verdrängt. Wie auch immer, dieser Mann arbeitete in jener Nacht als Wachmann bei KB Security. Oh. Die Sache, um die es geht, ist diese Schlüsselkarte. Ja, solche Schlüsselkarten benutzen wir da, wo ich arbeite. Der Seriennummer nach ist diese Karte für das Chefbüro. Man braucht sie, um ins Büro zu gelangen. Jede Benutzung hinterlässt dabei einen Eintrag. Ja, man kann genau ablesen, wer den Raum betreten hat. Und wann das war. Wie Sie sehen können, ist es nicht nötig, den Chef von KB Security zu überprüfen. Die Wahrheit erfahren wir einfach durch die Auswertung der Daten der Schlüsselkarte. Klarer Fall, oder?
Nun, Herr Godot? Der Name des Chefs von KB Security ist Kane Bullard. Ich konnte ihn nicht direkt kontaktieren, aber ich habe die Daten der Schlüsselkarte. Hier. Und was sagen die aus? Jede Schlüsselkarte hat eine Seriennummer und hinterlässt detaillierte Gebrauchsdaten. Laut der Daten wurde diese Karte um 1 Uhr in der Tatnacht benutzt. Schlüsselkarte in der Gerichtsakte aktualisiert. Dann kann es nicht Herr Delight sein, der auf dem Foto als Mask de Mask verkleidet ist. Sieht so aus, als hätten sie recht. 2 Minuten reichen nicht einmal aus, um eine Tasse guten Kaffee aufzubrühen. Also dann. Ron Delight war zum Zeitpunkt des Verbrechens eindeutig im Chefbüro von KB Security. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, diese Tatsache anzuerkennen. Deshalb kann der Angeklagte unmöglich Mask de Mask sein. Gute Arbeit, du hast es geschafft, Nick. Das reicht. Ich war sehr nah dran, den Ruf eines unschuldigen jungen Mannes zu beschmutzen. Ihn gar mit der Bezeichnung Dieb zu besudeln. Hatten wir es nicht schon? Stimmt was nicht, euer Ehren? Ich bin bereit, das Urteil zu verkünden. Haben Sie noch irgendwelche Einwände? Nein, euer Ehren. Na schön. Das Gericht befindet den Angeklagten, Herrn Ron Delight, für nicht schuldig. Wey, Konfetti, wey, 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 Feuerwehr. Die Verhandlung ist geschlossen. Das war's? 13. Oktober, 14.24 Uhr, Bezirksgericht, Angeklagtenzimmer Nummer 4. Aber... Nick, du hast es geschafft. Letztendlich hattest du recht. Eigentlich schäme ich mich für mein Verhalten. Nicky. Oh, Frau Delight. Ich wusste, dass du es schaffst. Ich habe die ganze Zeit an dich geglaubt, Nicky. Ich weiß nicht, wie ich dir jemals dafür danken kann. Oh, was soll's. Danke, Frau Delight. Ich werde sicher ganz rot. Herzlichen Glückwunsch, Herr Nick. Oh, Pearls. Ich habe auf einmal ein ganz schlechtes Gefühl. Wer ist diese Frau? Oh, sie... Niemand, sie ist nur, Sie werden ganz rot. Wie können Sie es wagen vor den Augen der mystischen Maya? Sie sollten sich schämen. Au, sie hat mich gehauen. Pearlie? Diese Frau ist Desiree Delight. Sie ist die Frau unseres Mandanten. Oh, Herr Nick? Ja? Sie sind ja schlimmer, als ich dachte. Hinter dem Rücken Ihres eigenen Mandanten. Nein, da irrst du dich völlig. Das werde ich Ihnen niemals verzeihen. Au, 2-mal gehauen. Nun, ja, Ende gut, alles gut, richtig? Wir haben die heilige Urne zurückbekommen und der Dieb wurde gefasst. Das stimmt. Und alles haben wir Nicky zu verdanken. Aber eigentlich haben Sie uns die Urne zurückgebracht. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Oh bitte, du bringst mich ja ganz in Verlegenheit. Wenn wir den Fall gewonnen haben, warum sieht dieser Kerl dann immer noch so verdrießlich aus? Oh, aber ich bin der Dieb. Eigentlich ist es ja egal. Was ist los, Liebling? Ich habe mein Bestes für dich gegeben, Ronnie. Das weiß ich und das rechne ich dir hoch an, Desi. Aber die Sache ist... Kommen Sie. Gönnen Sie ihm eine Pause. Er bläst nur etwas Trübsal. Sie verstehen schon, wenn man deprimiert ist. Ja, Amigo? Herr Godot, was machen Sie denn hier? Ach, kommen Sie schon. Ich wollte nur meinem neuesten Kumpel gratulieren. Nämlich Ihnen, Herr Breit. Vielleicht sollten Sie sich meinen Namen merken, bevor Sie mich Kumpel nennen. Nun... Die Zeit zum Spielen ist vorbei. Wie? Heute früh
ist die Leiche von Kane Bullard gefunden worden. Kane Bullard? Wo habe ich diesen Namen schon einmal gehört? Ist das nicht der Name des Chefs von KB Security? Leiche? Die geschätzte Todeszeit ist 1 Uhr am 12. Oktober. 1 Uhr am 12. Oktober? Sie denken doch nicht. Doch, Amigo. Zur selben Zeit, als diese billige kleine Urne gestohlen wurde, ist der Chef von KB Security ermordet worden. Also gut. Was haben Sie dann hier zu suchen? Ach, kommen Sie. Sie haben es doch schon längst erraten, Amigo, oder? Oder haben Sie vergessen, welche Informationen Ihnen heute aus der Klemme geholfen hat? Aus der Klemme geholfen? Was? Am 12. Oktober, um 1 Uhr nachts, war Ron Delight im Chefbüro, am Ort des Mordes. Nachdem er den Erpresserbrief bekommen hatte, muss er rasend vor Wut gewesen sein. Was sagen Sie da? Rasend vor Wut? Kommen Sie schon. Sagen Sie bloß nicht, Sie hätten es nicht gewusst. Ron Delight ist ein ehemaliger Angestellter von KB Security. Er war professioneller Wachmann. Ein Angestellter von KB Security? Warum fragst du dich, Phoenix? Das wissen wir in der Tat. Anscheinend ist das Alibi, das ihn vor einer Verurteilung als Dieb bewahrte, die Schlinge, die ihn Kopf und Kragen kosten wird. Eine Art Anti-Alibi. Unmöglich. Er kann nicht der Dieb sein, denn er war am Ort des Mordes, als der Mord passierte. Nein, das ist eine Lüge. Das kann nicht wahr sein. Oh, aber ich bin ein Dieb, wirklich. Ron Delight, Sie kommen wieder zurück ins Gefängnis. Diesmal ist die Anklage weit schwerwiegender. Sie werden wegen Mordes angeklagt. Was? Das kann ich... Das ist unmöglich! Ich freue mich schon auf einen neuen, aufregenden Showdown, Herr Breit. Sie und ich, wir sind noch nicht miteinander fertig. Sie nehmen die Herausforderung sicherlich an, denn ein Feigling waren Sie noch nie. Herr Nick, geht es zwischen Ihnen beiden um etwas Persönliches? Ich bin aus den Tiefen der Hölle zurückgekehrt, um gegen Sie anzutreten. Also gönnen Sie mir ein wenig Spaß, solange ich hier bin. Dieser Typ? Wer zum Kuckuck ist er? Ein eher ruhiger Typ. Der gefährlichste Feind, dem ich je gegenüberstand. Nun gut. Es ist Zeit, sich von Herrn Delight zu verabschieden. Nick, wie konnte das passieren? Direkt vor unseren Augen wurde unser Mandant wegen Mordes festgenommen. Und derjenige, der seine Anwesenheit am Tatort bewiesen hat, war ich. Ronnie! An einem Tag vom Verdacht des Stehlens freigesprochen und wegen Mordes festgenommen. Was wird wohl als nächstes passieren? Fortsetzung folgt. Dramatische Wendung der Ereignisse. Ja, das Ganze speichern wir natürlich. Ironie des Schicksals? Viel gewonnen, so zerronnen. Ich weiß nicht genau. Boah, das ist heftig. Aber auf eine gewisse Art und Weise, ich weiß nicht. Das wäre auch tatsächlich der erste Phoenix Wright-Fall gewesen, in dem es quasi gesehen um nichts Spezielles geht oder so. Sagen wir es mal so, Diebstahl ist ja nun wirklich noch so ein kleines, ja, ich will nicht sagen Kavaliersdelikt, aber ich meine, was wir bisher alles schon in der Phoenix Wright-Serie hatten, da ging es eigentlich nur um Mord und Totschlag. Jetzt halt mal um eine verschwundene Urne, die sogar wieder heil wieder aufgetaucht ist. Also irgendwie, gut. Jetzt haben wir unseren Mord, auch in diesem Fall. Und wie es hier weitergeht, tja, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Der Fall um Ron Delight und Mask the Mask ist noch lange nicht vorbei. Ich freue mich schon drauf, wenn es hier weitergeht. Ich hoffe, ihr euch auch. Und ansonsten sage ich erstmal tschö mit Ö
und hoffentlich bis ganz, ganz bald.